aus Hamburg. Es ist heute Mittwoch und ich habe mein Split ja geändert und bin echt happy damit. Heute kommt nochmal die Probe aufs Exempel. Das heißt, jetzt steht Schultern und Arme auf dem Plan. Absolutes Luxustraining, was ich jetzt auch wirklich nur eine Wettkampfvorbereitung machen werde. Deswegen freue ich mich da auch drauf. Das werde ich genießen. Und Moin Moin heißt jetzt nicht für alle Nicht-Hamburger. In Hamburg sagt man immer Moin Moin. Moin heißt ja so wie Morgen. Sagt man zu jeder Tages- und Nachtzeit hier in Hamburg. Es ist nämlich schon 12 Uhr. Ich habe meine Vormittagsarbeit schon hinter mir und fahre jetzt ins FedEx und werde Schultern und Arme trainieren und wollte auf dem Weg mir ein schönes Monster besorgen. Ich habe mega Bock drauf gehabt. Und was ist da in dem Supermarkt, der Rewe, den ich sonst immer will, wo alles voll ist mit Monster Zero, weil das da anscheinend keiner kauft. Nichts mehr da. Muss Papa zu Relentless Gleifen mit Relentless. Ja, finde ich ja nicht mal annähernd so geil wie Monster. Ich bin Team Monster, was Zero Calorie Energy Drinks angeht. Aber den werde ich mir jetzt auf dem Weg auch noch gönnen. Und dann seht ihr, hoffe ich, was so im Training geht. In 3, 2, 1, Pop! There we are, Schultern und Arme. Angefangen haben wir das Training, oder ich das Training, mit 5 Sätzen Seitheben. Quasi eine Vorermüdung für die Schulter, bevor nun eine Druckübung kommt. Und angefangen habe ich mit dem für mich konventionellen Seitheben. Man sieht immer noch, dass mein rechter Arm ein bisschen anders aussieht als mein linker. Beinlängendifferenz, you know it. Dann Weight gedroppt und dann eher so eine Variante, wo ich gar nicht wieder ganz runter gehe, sondern dauerhaft ein bisschen Restspannung lasse auf dem mittleren Schulterkopf, also dem seitlichen Anteil. Richtig gut gebrannt. Davon habe ich 3 Sätze gemacht von der konventionellen Variante. 2 am Anfang, der schwereren. Und das war, glaube ich, der finale Satz. Da bin ich auch ein bisschen höher als 10 bis 12 Wiederholungen gegangen. Trotzdem immer die Kontrolle behalten, dauerhaft den Muskel unter Spannung gelassen. Hat sich richtig gut angefühlt. Pump war jetzt nicht mehr so da, aufgrund der nicht mehr so maximalen Carbs. Aber egal. Dann habe ich, was ihr gleich sehen werdet, Kurzhantel drücken gemacht. Und da wirklich mal das Gewicht gedroppt auf gerade mal 15 Kilo und wirklich darauf geachtet, dass ich dauerhaft die Schultermuskulatur merke. Aufgrund meiner Affenarme ist es halt öfter gern mal so, dass mein Trizeps halt sich auch meldet und gern viel der Arbeit übernimmt. Und das wollte ich jetzt maximal minimieren, auch vom Feeling, Ansteuerung, Mind-Muscle-Connection. Und da habe ich 4 Sätze gemacht. Dann kamen die Arme. Erstmal schwere Sätze für den Bizeps mit der SZ-Hantel. 4 Sätze, 6 bis 8 Wiederholungen davon gemacht. Und dann daraufhin nochmal den Bizeps einzeln am Kabel bearbeitet. Davon aber wirklich nur noch 2 Sätze gemacht. Was ich wahrscheinlich im früheren Video schon gesagt habe, ich bin nicht der Freund des Armtrainings. Deswegen auch das Volumen jetzt nicht zu hoch. Trotzdem da jetzt auch wirklich drauf geachtet, wieder mein Muscle Connection, dauerhafte Spannung, oben am jetzt nochmal maximal anspannen und fast full range of motion. Und das hat gut gebrannt,
Wie gesagt, Pump war leider nicht da so richtig an so einem Tag, aber wir haben zu tun, was wir zu tun haben. Ja. Ich sehe gerade links, ja, da hängt meine Schulter so ein bisschen. Ja, also haltet den Schultergürtel immer schön fix. Ihr seht ja, dass der Trapez hinten so ein bisschen nach vorne kommt. Das sollte er nicht unbedingt tun. Ja, auf jeden Fall dann ab an den Trizeps, ganz normale Triceps Extension am Tau. Da immer schön drauf achten, auf dem Weg nach oben schön den Trizeps quasi zu laden. Jetzt bremsen, anspannen, bam, und dann diese Vorspannung mitnehmen und dann maximal in den Lockout. Zack. Definitiv einer Meinung nach ruhig unten Lockout, weil dann da ist die maximale Kontraktion. Dann nochmal den Untergriff gegangen, um ein bisschen mehr im inneren Bereich des Trizeps zu arbeiten. Beides klassischerweise 3 Sätze, 8 bis 12 Wiederholungen. Das klassische Hypertrophie-Training, wie gesagt, das war so ein typischer, eher so ein Pupper-Training, halt Schultern und Arme. Werde ich halt sonst nie wieder trainieren. Ne? Gut, ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Videos und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Training wieder dabei sein könnt. So, jetzt mal Good Evening aus Hamburg, weil es jetzt wirklich schon Evening ist und nicht mehr Morgen. Ich komme gerade vom Personal Training / anschließenden Cardio Training. I hate it, but I love to do what I love to do. Ihr merkt, ich rede schon wieder Stuss. Ich will einfach nur noch was essen und ins Bett. Aber was ich sagen wollte, weil mir das gerade eingefallen ist. Heute hatte ich eine neue Kundin. Und was mir einfach dazu einfällt, seid dankbar, dass ihr gesund seid. Habe ich jetzt gerade beim Cardio gedacht. Jetzt 45 Minuten da auf dem Fahrrad sitzen, nach 20 Minuten dachte ich schon, boah, keine Power mehr, ich will nur noch essen, ich würde am liebsten abbrechen, mache ich morgen länger. Ihr kennt diese Gedankengänge, ne? Jeder kennt das, wie er sich dann versucht, selbst zu bescheißen. Natürlich mache ich das nicht, weil ich weiß, wofür ich es mache, für mein Ziel, den American Dream. Und das ist ja auch nur ein Zwischenziel. Ich mache es einfach, um mir zu beweisen, was ich schaffen kann, was jeder von uns schaffen kann. Und wie ich jetzt darauf kam, das ist purer Luxus. Ich kann 45 Minuten einfach nur Fahrrad fahren. Es gibt Leute, die sind todkrank oder die waren todkrank und haben sich zurück ins Leben gekämpft. Stichwort Krebs, andere Krankheiten, Unfälle. So kam ich da halt drauf. Die sind froh, dass sie jetzt wieder Sport machen können. Für die ist das nach Jahren der Therapie oder was auch immer ein Traum, der wahr wird. Und die fangen halt ganz low wieder an. Ja, mit denen fange ich an, keine Ahnung, wirklich ganz normales Rudern oder Latzug mit minimalstem Gewicht, einfach erstmal wieder Bewegung ausführen, langsam wieder zu Kräften kommen. Also seid dankbar, dass ihr Krafttraining machen könnt jeden Tag, und auch wenn es mal nicht gut läuft, Progression nicht da ist, keine Power da ist, Verletzungen minimale, keine, ne, keine schlimmen. Seid dankbar dafür. Lebt bewusst. Es kann jeden Tag echt anders kommen. Und ja, ich bin einfach wieder mal nur dankbar dafür, dass ich ja heute Fahrrad fahren durfte. Auch wenn ich es trotzdem irgendwie vorher hasse und dabei hasse und so weiter und so fort. Aber ja, heute ein geiles Workout gehabt, habt ihr auch schon gesehen. Gerade Schultern und Arme trainiert. Form wird immer besser. Ich bin eigentlich noch relativ oben auf in meiner Kraft und will jetzt nur noch meinen Kichererbsen-Cookie und meinen Belt-Sander-Brownie essen und ins Bett fallen und
träumen. Vom American Dream träumen. Dream big. And seid dankbar. That English fail. Peace, Leute. Und wie immer auch freue ich mich darüber, wenn ihr das liked, verteilt und abonniert. Peace.